Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Hearthstone. Wir werden heute den neuen, schrägstrich alten Tavern Brawl spielen, der eigentlich schon 100 Jahre alt ist. Bevor ihr euch aber jetzt denkt, oh mein Gott, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock, so einen alten Tavern Brawl mir anzugucken, hört euch kurz an, was ich heute noch in dieser Folge vorhabe, denn ich möchte mit euch eine Diskussion starten über eine Sache, die sich an der HCT zugetragen hat, und zwar ein Interview, möchte ich jetzt einfach mal sagen, das von IGNs Cam Shee geführt wurde mit verschiedenen Pro-Playern. Es ging um Karten, die in der momentanen Meta, in Anführungszeichen, zu stark sind und deshalb genervt werden sollten. Im Hintergrund lasse ich, wie gesagt, den Tavern Brawl laufen. Da starten wir jetzt einfach mal rein. Das ist Showdown at Blackrock Mountain, bla bla bla. Nefarian, Ragnaros, einen von beiden spielen wir. Go. So. Okay, was wurde in diesem Interview eigentlich überhaupt angesprochen? Und zwar dieser Herr oder diese Dame, Cam Shack, Shaw, wie auch immer, hat mit verschiedenen HCT World Championship Teilnehmern gesprochen und darüber, was für Karten ihnen eigentlich so ein bisschen ein Dorn im Namen sind. Oder wie sie es hier geschrieben haben, what do pros want to see smacked, also genervt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ganze ist ein sehr, sehr problematisches Thema, weil wenn solche Sachen von Pros gesagt werden, fällt sowas oft, und zwar sehr, 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 sehr oft, irgendwie auf Blizzard zurück. Stellt euch einfach mal vor, ihr habt jetzt eine neue Expansion rausgebracht. Diese neue Expansion behält ein paar Karten, die ein bisschen stark sind. Und zwar wirklich, wir sagen jetzt einfach mal aus Prinzip wirklich nur ein bisschen stark, weil wir wissen alle, es gibt wirklich Karten, die sind Insanity. Aber wenn solche Karten halt rausgekommen sind, dann gibt es, kann es, wenn Pros wirklich meinen, hey, diese Karte ist absolut overpowered, insane und alles mögliche, kann es vollkommen backfiren, auf Blizzard zurückfallen und in einen Shitstorm enden, den Blizzard dann schlussendlich abkriegt. Und das ist eine sehr, sehr große Problematik. Deswegen an dieser Stelle, liebe Leute, bleibt bitte sachlich, bleibt bitte fair gegenüber der Community, gegenüber Blizzard, gegenüber auch der Pros, weil ihr müsst bedenken, die verschwenden wahrscheinlich mehr Zeit ihres Lebens in Hearthstone als jetzt zum Beispiel uns, ich möchte jetzt halt einfach uns Casual-Spiele einfach mal nennen. Deswegen, wie gesagt, bleibt einfach neutral und diskutiert hier ordentlich mit. Mir ist eure Meinung wirklich, wirklich wichtig an dieser Stelle. Fangen wir direkt mal an. Was war Meinung Nummer 1? Und diese war von Ike. Und ich muss sagen, das ist wirklich die, wo mir mit am meisten gefällt, wo ich mich doch inzwischen relativ gut anschließen kann. Und zwar, dass die Meta noch nicht vollkommen erschlossen ist. Man muss es einfach sagen, die Sache hier, die neue Expansion, das neue Jahr ist jetzt wie lang draußen? Nicht mal ein Monat oder sowas? Oder doch ein Monat müsste es jetzt inzwischen fast draußen sein zum Zeitpunkt dieses Videos. Und man kann halt einfach nicht sagen, was jetzt hier das beste Deck ist, wie sich die Meta noch formen wird. Wir haben jetzt hier zwar die besten der besten Spieler gesehen, wie sie gegeneinander angetreten sind, aber schlussendlich haben wir halt doch eigentlich noch nicht alles entdeckt, wie wir es hätten entdecken können. Finde ich vollkommen legitim, kann ich mich so anschließen. Ich weiß, ich habe auch schon gesagt, die Meta hat sich auch schon ein bisschen gebildet und alles mögliche. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier gucken, dass ich keinen Scheiß die ganze Zeit mache. I had a random spell from any class to your hand, it costs zero. Ja, ich glaube, das können wir halt eingehen. Dass ich da halt hier nicht, oh wow, nicht so viel Blödsinn rede. Ich muss halt wirklich sagen, dass das ein Punkt ist, den man auf keinen Fall irgendwie aus den Augen verlieren darf. Könnte ich mir +2/+2 geben, Next Dragon, your cards cost 3 less. Wir machen mal so. Wir machen Open the Gates. Wir machen so. Machen Hit, Hit, Hit. Machen Clear Board und End Turn. Gut. Also ja, das ist halt einfach eine Sache. Wir haben jetzt hier die 16 besten Spieler gesehen. Schlussendlich in diesem Ding. Und dort wird halt auch einiges geredet, Leute. Ich meine, als ob
habt ihr euch mal die Decks angeguckt? Die Decks sind sich teilweise so ähnlich gewesen oder oftmals ähnlich gewesen, dass man halt einfach sagen muss, ja, irgendwo kann man das halt auch sehen. Die Leute zeigen sich die Decks vorher. Die müssen sie zwar einloggen, aber sie reden trotzdem miteinander. Also da ist halt immer so die Sache, dass man da nie so genau weiß, ist das jetzt hier alles legit oder haben die vielleicht halt einfach Bock gehabt oder sowas zu sagen, hey, Rogue ist jetzt mit das overpoweredste Deck, das es eigentlich gibt oder sowas, denn darüber werden wir auch noch reden. Der Rogue ist ein sehr, sehr beliebter Typ gerade. Und ja, Ike hat halt da einfach dieses, das eigentlich schon meiner Meinung nach gut erkannt. Es ist jetzt noch nicht so weit, dass wir sagen können, hey, wir haben die komplette Meta gesehen. Wir haben jetzt halt das gesehen, was die Pros, was wir diese 16 Pros halt zusammen gemacht haben, oder wir 16 Pros, er ist ja auch einer davon. Und dass sich da halt vielleicht noch das ein oder andere halt rauskristallisieren wird. Dann gehen wir weiter zu Just Saiyan. Und dieser Dude hat gemeint, Dr. Boom is a problem. Und das ist halt, finde ich, eine sehr, sehr krasse Aussage, weil klar, und zwar allen bekannt, Dr. Boom ist ein starker Kollege, also man kann es nicht anders sagen. Was ist das nochmal? Random 8 Damage, das heißt also, wir können ihn hier mal rausspielen noch. Dr. Boom ist ein starker Kollege, mit dem kann man halt wirklich viel anstellen. Der haut mit seinen Max und seiner Tradability, die er dauerhaft den Max über die Max hat, wirklich viel raus, aber er hat trotzdem noch diesen Random-Faktor durch seine Hero-Ability. Das heißt also, es schwankt hier schon noch ein bisschen mit drin. Jeder, der sich aber dafür entscheidet, oh, was, wirklich Flamestrike? Aha. Und der Mountain Giant, oh mein Gott, das ist nicht cool. Jeder, der sich also, ah, shit, wie spielen wir das denn jetzt? Jeder, der sich also an dieser Stelle hier dafür entschieden hat, oh, Vendetta ist gut. All enemy minions. Das ist okay, da kriegen wir den weg. Jeder, der sich also dafür entscheidet, zwischen den Warrior zu spielen, spielt einen Control Warrior, spielt einen wirklich hartes Control Tool, mit dem er halt versucht, den Gegner zu outvaluen, mit dem er versucht, den Gegner halt einfach platt zu machen. Das ist halt, holy shit, es rennen gerade so viele Warrior einfach durch die Gegend. Man kann es halt nicht anders sagen. Die sind halt einfach eine solche, die gerade überall sind. Und das Problem ist, dass man diese Warrior, ja, ich habe es gerade hier falsch schon rausgespielt, habe ich gesehen, vor lauter diskutieren, dass diese Warrior entweder komplett aggressiv runtergerusht werden müssen oder OTK'd. Es gibt keine Alternative. Und zwar überhaupt keine. Und das ist wahrscheinlich das Problem, dass sie sehen, dass Dr. Boom Mad Genius eigentlich hier bringt. Wenn das Spiel in die Länge gezogen wird, gewinnt er zu, sagen wir einfach mal, 80%, wenn Dr. Boom auf dem Board liegt. Das ist halt wirklich, wirklich krass. Diese Karte bringt bringt euch Winning Percentage, möchte ich einfach mal sagen. Wobei, Gott, ich habe so viel Englisch jetzt in letzter Zeit gelesen, dass ich schon fast nicht mehr Deutsch sprechen kann. Bringt euch einen bestimmten Siegprozentsatz, der einfach, das ist, ich kann nicht mehr reden. So, nochmal. Dr. Boom bringt euch Sorry für den kleinen Cut hier an dieser Stelle. Ich konnte mich nicht mehr deutsch artikulieren, muss ich einfach sagen. Dr. Boom bringt euch einfach so diesen gewissen Prozentsatz, den ihr benötigt noch, um an gewissen Stellen zu gewinnen. Und zwar, wenn ihr ihn auf Turn 7, auf Turn 8 direkt rausspielen könnt, habt ihr eine sehr, sehr hohe Chance wirklich, dass das Game halt einfach schon vorbei ist. Dass ihr es halt einfach schon direkt gewonnen habt, weil euer Gegner entweder durch eure Hero-Ability nicht mehr an euch rankommt oder aber durch eure Max nicht mehr an euch rankommt, dass ihr ihn halt einfach aus dem Leben rusht. Und das ist eine problematische Sache, die jetzt auch hier die Pros einfach gesehen haben. Er hat jetzt hier gesagt, everyone is playing Warrior, which means long term. He feels like not even playing Mirrors. Boom is strong due to the Decay Rotation. Also, Dr. Boom ist nochmal ein bisschen stärker geworden, dadurch, dass die ganzen anderen Decays, die halt auch alle ins Late Game gegangen sind eigentlich, jetzt nicht mehr mit am Start sind. Wenn wir uns ein bisschen zurück an die alte Meta erinnern, was, schon wieder Ding, Nefarian? Aber okay.
Wenn wir uns jetzt so ein bisschen zurück an die alte Meta erinnern, da war es ja so, dass Dr. Boom tatsächlich einer der schlechteren Kollegen war. Er hat gegen Jaina teilweise verloren, er hat gegen Rexxar eigentlich so gut wie immer den Late-Game-Run verloren. Whenever an opponent plays a card, gain plus 2 attack. Oder gleich ein 7-7er. Gleich ein 7-7er. Ja, und das ist halt einfach eine Sache, die jetzt halt fehlt. Wir haben Hagathor, die auch schon ganz gut ist, aber halt einen höheren Random-Faktor hat als er. Und ansonsten halt noch nichts. In dieser Expansion ist ja auch, wenn ich es jetzt richtig weiß, kein weiterer Decay oder wie auch immer man diese Dudes hier, kein weiterer Hero-Card rausgekommen. Was ich persönlich eigentlich auch interessant finde, dass sie davon jetzt auch wieder ein bisschen Abstand gehalten haben. Aber genug davon, das ist halt so die Sache, die ich jetzt hier ansprechen möchte und die ich eigentlich ganz interessant fand, dass sie das sagen. Weiter geht es mit dem guten, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber solltet ihr eigentlich, Bunnyhopper. Er denkt insgesamt, Rogue ist einfach zu stark. Und da stimmen ihm wahrscheinlich einige zu, denn der Rogue ist wirklich gerade im Moment absolut krasse Insanity. Es sieht nämlich so aus, dass er die Woggle Pick hat, die er über Raiding Party rausziehen kann. Das heißt also, wenn der Gegner, sagen wir einfach mal wirklich ganz krass jetzt hier, sein Us rausgespielt hat, denn meistens wird der Us als One-Off gegen die Woggle Pick inzwischen in jedes Deck reingesetzt. Wenn er das rausgespielt hat, kommt direkt die Raiding Party in die nächste Woggle Pick und so kann sich der Rogue weiterhin Value generieren oder besser gesagt weiterhin Tempo generieren. Das will er denn natürlich. Was ich eine übelst krasse Aussage finde, ist, Edwin Van Cleef should be removed. Also er soll aus dem Spiel rausgenommen werden. He proposes moving Edwin to the Hall of Fame and making preparations effect a 2-cost reduction. Das bedeutet also, er möchte, dass Van Cleef eine Basic-Karte, eine Classic-Karte, die jetzt seit wie lange in der im Ding rumgeistert? Hagathor Scheme ist gut. Die jetzt schon seit ewiger Zeit eigentlich in der Meta rumgeistert, dass die aus dem Spiel, oder besser gesagt aus dem Standard-Meta rausgenommen wird in die Hall of Fame. Ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich meine, diese Combo von wegen Preparation, Coin, blablabla, Bounce, blablabla, Van Cleef gab es schon immer, Leute. Die hat man gesehen im ersten Zeitpunkt von Hearthstone, die hat man gesehen jetzt in diesem Zeitpunkt von Hearthstone. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich schwierig, jetzt einfach hier einfach Van Cleef aus dem Game rauszunehmen. Also, ich finde es auch irgendwie überhaupt nicht gerechtfertigt, weil Van Cleef ist meiner Meinung nach, klar, es ist ein Tempo-Tool. Also, da müssen wir uns nicht drüber streiten. Es ist eine wirklich starke Karte, die Gegner komplett aus dem Game einfach rausnehmen kann, wenn man früh genug irgendwie einen 8-8er, 10-10er Van Cleef hier aufs Board bringt, dass man dagegen nichts mehr machen kann, wenn man nicht schnell genug ist. Aber ihn deswegen komplett aus dem Game rauszunehmen, ist halt fragwürdig. Wie oft passiert es, dass man wirklich so einen 10-10er auf Turn 3 oder einen, sagen wir einfach mal, wirklich auf Turn 5, 6 rausspielt und das Game dann halt gewinnt? Viele Decks haben da was dagegen. Der Hunter hat was dagegen, hier mit Deadly Shot. Der Warrior hat was dagegen, mit Brawl oder Single Target Removal oder sowas in die Richtung. Der Priest hat was dagegen. Das sind halt die Sachen. Das ist ein Aggro-Matchup, Leute. Der Rogue hat sich auf ein Aggro-Matchup einfach eingestellt und möchte dieses auch durch aggressive Karten gewinnen. Wie zum Beispiel Edwin Van Cleef. Preparation soll auch nochmal Tempo dahinter geben. Und ja, Preparation unterstützt Van Cleef. Das ist wahrscheinlich jedem klar. Aber mit solchen Karten muss man dann halt auch einfach klarkommen. Man muss halt dann einfach sagen, hey, ich spiele Edwin Van Cleef, ich mache dieses, ich mache jenes. Das ist halt einfach, so ist der Playstyle vom Rogue halt jetzt inzwischen geworden. Oh mein Gott, Mechs. Und wir haben so viele Mechs. So ist halt der Playstyle inzwischen von Rogue einfach geworden. Wir wollen aggressiv Face gehen und damit, wenn möglich, das Game gewinnen. Das ist unser Ziel, das wir spielen möchten. Deswegen finde ich das einfach schwierig zu sagen, hey, ja, eigentlich finde ich ja den Dude überhaupt nicht cool und sowas und bla bla bla. Also das ist so ein bisschen Rumgenörgel auf sehr, sehr hohem Niveau.
weil Van Cleef war halt schon immer da. Genauso Preparation war schon immer da und wurde auch nie genervt. Auch nicht, wo Preparation Maligos Rogue gespielt wurde und damit halt alles zerberstet hat förmlich. Ja, so viel also dazu. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare rein. Das wäre mir übel wichtig, dass ich da weiß, was ihr davon haltet. Weil ich finde wirklich, dass... Tatsächlich muss ich sagen, dass ich mit Dr. Boom ein bisschen zustimme. Weil dadurch, dass die GKs raus sind, haben wir nicht mehr so viel Late Game. Dadurch, dass Dr. Boom halt aber einfach so viele Trading-Tools mit am Start hat. Durch jeden einzelnen Mag, den er halt rausspielen kann, ist das halt wirklich eine große Sache. Man kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich, wirklich eine große Sache. Was hast du nochmal? Summon Emperor Thorison. Wir machen hier 4 Damage. Das ist natürlich nicht so cool. Implosion ist eine relativ hohe Chance, dass wir sie töten. Nice. Ja, mach mal deine Hand ein bisschen billiger. Ja, und das ist halt ein... Ich weiß nicht, Dr. Boom ist fallen für mich, aber der Rest finde ich halt... Ihr wollt einen Deck-Type aus dem Game nehmen, der halt jetzt in dieser HCT wirklich krass war und auch wirklich gute Siege erzielt hat. Man kann es nicht anders sagen. Okay, weiter geht es dann mit Magic Carpet. Also wir sind immer noch bei Bunny Hopper. Der Gute sagt, hey, Magic Carpet is not an issue right now, but could be if Rogue gets nerfed. Das heißt also, er bezieht sich jetzt darauf, dass, hey, wenn ihr jetzt den Rogue wirklich angeht, was er gerade eben noch gesagt hat, dass Rogue angegehen werden sollte, dass vermutlich der Magic Carpet zu stark werden würde und der Zulok den Platz des Rogues einnehmen wird. Komplett dann natürlich. Wie könnte es auch anders sein, dass der 8-8er hier jetzt geht, der fette Dude getroffen wird? Ich hätte hier so schön rein traden können und die beiden wären gestorben. Naja, never mind. Ja, und das ist halt die Problematik, die er jetzt hier halt sieht, wenn diese Sachen passieren. Na, was haben die nochmal? At the end of each turn, summon all core hub pups that die this turn. Ja, eklig. Eklig, eklig, eklig. Rager. Also ihr seht schon, wo da ein bisschen so diese Stimmung ist gerade. Von wegen, hey, es gibt ein paar Karten, die zu stark sind in dieser Pre-Meter und da muss man halt aufpassen. Possibly need to do something about Dr. Boom at Genius, sagt er hier auch an dieser Stelle. Wants to see changes before Hearthstone Grandmaster begins, as he doesn't want to see everyone only playing Rogue and Warrior. Das heißt also, er spricht nochmal das an, was ich auch schon gesagt habe am Anfang dieser Folge. Viele Leute spielen nur noch Rogue und Warrior, weil sie halt einfach mit die zwei stärksten Decks sind. Ihr könnt entweder vollkommen auf Tempo gehen oder aber ihr könnt vollkommen auf Control gehen. Es ist ein bisschen das Problem, das man halt gerade sieht. Lustigerweise hat sich der Druid ein bisschen in der HCT zurückgehalten, muss man sagen. Klar, er wurde auch des Öfteren gespielt, jetzt aber nicht so extrem wie andere Decks, wie zum Beispiel jetzt der Warrior oder sowas. Wurde aber trotzdem auch als Problemkind schon relativ früh erkannt. Dann kommen wir noch zum letzten Kollegen und zwar auch zu unserem Champion der HCT World Championship und dabei handelt es sich um Hunter Race oder Hunter Race, ich weiß nicht, wie man ausspricht, der hat eine R vergessen da in seinem Namen. Dieser Kollege hat gemeint, hey, eigentlich ist die Meta doch, also er hat gesagt, the biggest problem is evil miscreant due to Rogue's pool being very strong, bump the cost up to 4. Also er möchte, dass der Kollege halt einfach ein bisschen teurer wird, was ich verstehen kann. At the start of your turn, den Damage kann ich ja eigentlich nicht. At the start of your turn, give your minions plus 3 attack. Wir spielen mal das hier raus. Dann Rush, Kill and Turn. Ich hätte Spare Power vielleicht noch drauf spielen können.
Gut, okay, Hunter Race meint also nur, dass der Evil Miscreant rausgenommen werden muss, einfach weil er eine starke Karte ist. Klar, man kann solche Sachen spielen wie Prep, Raiding Party, Evil Miscreant auf Turn 3, das ist möglich, es ist auch sehr, sehr stark, weil er halt dann die Combo von Evil Miscreant irgendwie triggert oder sowas, aber das ist halt dieser aggressive Playstyle. Ich denke halt einfach, dass es fein ist, Leute. Also ich muss halt ganz ehrlich sagen, es ist halt wirklich in Ordnung. Man kann sich nicht über alle, also momentan bildet sich die Meta, man kann sich nicht über alles direkt von Anfang an beschweren. Die Leute spielen das Ganze jetzt einen Monat und ich weiß, es sind Pro-Player, die beschäftigen sich damit als ihr Job. Also die müssen damit für immer wahrscheinlich klarkommen und was heißt für immer, halt eine lange Zeit damit klarkommen. Und es ist ein bisschen schwierig, dann solche Sachen zu decken. Man muss halt irgendwann dann anfangen, irgendwelche anderen Möglichkeiten zu finden, um verschiedene Decks halt zu outcountern. Und wenn es halt so ist, oh mein Gott. Das ist überhaupt nicht gut. Und irgendwann mal ist es dann halt so weit, dass man einfach nur noch sagen kann, hey, ich habe halt nur noch die Chance, dass ich jetzt hier wie viele Karten? Ich habe 10 Karten schon auf der Hand. Dass ich gegen den Kollegen X einfach nur noch das Deck Y spielen kann. Das ist halt einfach nun mal so. Auch wenn man sich mehr Variety natürlich wünscht, das tue ich persönlich auch, kann man dann oftmals halt nichts machen. Und das ist ein bisschen eine doofe Sache, die aber viele Kartenspiele einfach als Problematik haben, weswegen auch viele Leute halt einfach inzwischen zu anderen Kartenspielen gewechselt sind, weil es halt zu eintönig irgendwie geworden ist oder sowas in die Richtung. Ich glaube tatsächlich, das einzige Kartenspiel, das diese Problematik nicht hat, ist einfach MTG, also Magic the Gathering. Klar, ich spreche da jetzt wieder aus eigenen Erfahrungen, muss ich jetzt einfach sagen. Das heißt also, testet es selber aus, probiert ein bisschen rum oder sowas und dann könnt ihr mir eure Meinung gerne mitteilen. Ich weiß, einige von euch mögen MTG auch nicht. Was ich auch verstehen kann, Leute, weil MTG ist nicht jedermanns Sache. Manche Leute mögen halt einfach Hearthstone, weil Hearthstone einfach so dieses erste wirkliche Kartenspiel gewesen ist, was auf dem PC wirklich Erfolg hatte oder auch in Mobile-Variante möchte ich es jetzt auch einfach mal sagen. So, wie machen wir das Ganze jetzt? Wir wollen ihn auf jeden Fall wegpacken. Wie können wir das machen? Wir traden entweder ihn rein. Wahrscheinlich ist das die beste Sache, wenn wir das jetzt einfach machen. Zack. Dann spielen wir mal die Kollegen hier raus. Machen einen Turn. So, aber auch bei MTG gibt es zum Beispiel Probleme, dass momentan zum Beispiel Monorot halt einfach, oh was, er hat noch einen Flamethrower, dass Monorot halt zum Beispiel übelst annoying ist und halt überall gesehen, wenn er jetzt smart ist, nimmt er die Hero Ability, aber, doch, er ist smart, sehr gut. Oh mein Gott, er hat halt gemisst. Das ist halt gerade über alles und ihr hört auch selbst, wenn ihr manchmal meine Videos vielleicht dazu guckt, dass ich da auch ein bisschen immer sage, hey, schon wieder Monorot oder sowas in die Richtung. Es ist halt einfach ein beliebtes Deck und das sind halt die Aggro-Decks, Leute. Die haben halt Bock. Die Aggro-Decks haben halt immer Bock. Ein Leben. Und Lifesteal. Vielleicht lohnt es sich vielleicht auch nicht. Ja, ich habe mir dann auch noch einige Kommentare dazu durchgelesen, zu diesen ganzen Aussagen und habe dann auch wirklich so ein paar weitere interessante Sachen gelesen, die da drunter gestanden haben. Also dieser ganze Artikel, den ich mir jetzt hier angeguckt habe, findet sich auf Hearth.pwn. Ich werde euch auf jeden Fall auch den Link unten in die Videobeschreibung reinklatschen zu diesen Nerfs, die Pros halt wollen. Okay, tschüss und enemy. Was hat es jetzt gekriegt? 5 Damage to the side of the board. Aber es sollte lethal sein, oder? Wie viel haben wir denn jetzt hier? 13, ja, wir haben. Warum ist der Deck Tracker eigentlich nicht an? Den habe ich doch an. Jetzt kann ich gar nicht mehr ablesen, wie viel Ding wir hier haben. Wie viel Damage wir hier eigentlich haben. Wir machen es trotzdem so. Plus 4 nochmal. Und dann sollte es eigentlich easy going reichen. Ah, der hat es recht. Genau wegen einem nicht. Oh, no. Das ist natürlich Sadness einfach nur. Er macht 5 Damage auf jeden Fall. Das heißt also, wir gehen. Was, er macht in seinem Zug jetzt 5 Damage auf alles. Was sagt er? Damage to all other minions. Nein, ich will ihn bouncen oder ihn, das wäre halt optimal. Ja, komm, dann machen wir das hier. Machen noch.
Wir können unsere Dudes nicht beschützen, oder? Das sind 5 Damage, ja. Ja, ein Turn. Können wir halt nichts machen, schade. Ich hätte ihn freezen können, aber dann wäre halt immer noch die Hero Ability im Weg gewesen. Wir müssen jetzt halt einfach gucken, dass wir ihn einfach so overwhelmen. Sollte jetzt nicht das größte Problem sein. Er hat ein Leben, Leute. Ich hätte ihn freezen können, ihn bouncen können. Dann hätte er ihn aber rausgespielt. Die Hero Ability ist halt das größte Problem. Und ich glaube tatsächlich, dass er die auch auf jeden Fall einsetzen wird. Genau, was ich jetzt noch schnell ansprechen wollte ist... Ach du Scheiße. Was ich jetzt noch hier an dieser Stelle ansprechen wollte, war... Ja, guck, okay, damit haben wir halt auf jeden Fall den Dude weggehabt, egal was passiert wäre. Ist das auch noch in den Kommentaren sehr, sehr oft geschrieben wurde, hey, warum, bitte was Gutes, ja. Warum nerven die Leute von Blizzard dann nicht einfach, auch noch gleich Leroy Jenkins? Wenn ihr jetzt schon sagt, wir wollen Ding nicht haben. Wir wollen Edwin Van Cleef nicht haben, dann müssen sie auch Leroy Jenkins nerven. Mindestens um ein Mana, möchte ich es jetzt einfach mal sagen. Wenn sie sagen, Wogglepig soll aus dem Game rausgehen, dann müssen sie auch andere aggressive Waffen, die einen starken Effekt haben, aus dem Game nehmen. Dann muss auch sowas wie, ich weiß gar nicht, ob es noch mit drin ist, aber hier der Blood Razor sollte dann auch theoretisch genervt werden. Wir haben Faustein rausgekriegt, das ist okay. Farside ist eine schöne Karte. Evil Miscreant sollte anders genervt werden. Und zwar als sollte ein 1-3er oder 1-4er sein. Raiding Party sollte mehr kosten. Carpet sollte ein 1-4er werden. Und Dr. Boom sollte keine Delivery Drone mehr haben. Und das Blast Shield sollte nur noch 5 Armor geben. Also das ist halt wirklich... Das sind Änderungsvorschläge, die ich alle wirklich akzeptieren kann. Aber ich finde es halt ein bisschen das Problem, dass hier jetzt in der neuen Expansion direkt von den Pros einfach direkt wieder rumgenörgelt wird, von wegen, hey, das ist zu overpowered. Das ist schön, dass sie Rückmeldung geben, aber das halt wirklich in so einem, ja, so einem großen Interview, möchte ich es jetzt wie gesagt einfach nennen, gegenüber von IGN oder sowas, ist halt, wie gesagt, es kann halt so backfire, das kann halt sowas von Blizzard einfach in den Rücken springen und die Leute können da halt den Shitstorm gegen Blizzard loslassen. Wo man halt einfach aufpassen muss, was man sagt. Man ist als Profi-Hearthstone-Spieler in einer gewissen Position, wo man ein bisschen darüber nachdenken sollte, was man in verschiedenen Positionen halt einfach sagt. Das ist genau dasselbe Prinzip wie mit irgendwelchen, auch wenn es jetzt ein dummer Vergleich ist, vielleicht mit irgendwelchen YouTuber. Wenn ein YouTuber sagt, Spiel XY ist absolut scheiße, dann denkt seine Community zu größtenteils, Spiel XY ist teilweise scheiße, weil sie das einfach übernehmen. Solche Leute haben halt Vorbildfunktion. Und gerade für neue Spieler, für vielleicht auch jüngere Hearthstone-Spieler, sind die Hearthstone-Pros natürlich an der Spitze, Leute. Man kann es nicht anders sagen. So, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung unten in die Kommentare rein. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Sorry, dass ich da jetzt so viel auch um den heißen Brei geredet habe. Es ist wirklich ein schwieriges Thema, komplett einfach darüber zu reden und gleichzeitig noch seine Meinung zu vertreten und natürlich noch ein bisschen das Ganze nicht irgendwie persönlich anzukratzen oder sowas, zu viel Persönlichkeit mit reinzubringen. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.